Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Was gibt es heute bei dir? Sieh dir meine Auslage an. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. Danke. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Verkauft. Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Abgemacht. Die kann man immer brauchen. Brauchst du was für deine Ausrüstung? Hast du, was du brauchst? Ich muss gehen. Dann auf bald. Du da, steh bleiben. تنتظرني أمور أهم. بالله، لا يبشر ذلك بخير. Warte kurz, ja? Du bist tot, Schurke. Deckung auf. Stirb! Ist da jemand im Wasser?
Das Gesicht kenne ich! Klappt immer. Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Aushängen. Ich war mit Ekbel zusammen, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Hey, Herr Jamal? Hey, Herr Jamal schon bezahlt? Mir schuldet er auch was. Langsam glaube ich, wir sollten ihm etwas Druck machen. Lieber verborgen bleiben. Schlecht getroffen. Ich musste los. Ali ist fort und wieder bei den Aufständischen.
Oder Shan sollte inzwischen auch dort sein.
Ja. Salamu alaikum. Thank you.
Hier muss ich richtig sein. Nun dann, wo ist Ali? Durch Allahs Macht! Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm! Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Beshi! Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast.
Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Ghul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Die Bühne gehört dir. Ich werde zusehen.